Also die Wundheilung sollte nach ungefähr 2 Wochen abgeschlossen sein und in dieser Zeit sollten Sie sich schonen. Zur postoperativen Bewegungstherapie erhalten Sie dann fachkundige Anleitung von unseren Physiotherapeutinnen. Diese händigen Ihnen eine Broschüre aus mit bildlichen Darstellungen und diese Übungen sollten Sie 2 bis 3 Mal am Tag ausführen, um eben ein Lymphödem und Bewegungseinschränkungen zu verhindern. Sollten Sie jedoch mit einer Drainage entlassen worden sein, dann sollten Sie bis zur Entfernung von der Drainage diese Übungen nur einmal machen. Wenn Sie sich in eine Richtung strecken, dann nur so weit, wie das ohne Schmerzen geht. Und hatten Sie einen Brustaufbau mit Prothese oder Expander, dann sollten Sie, solange Sie den Brustgurt tragen, also die ersten 6 bis 8 Wochen, also den Arm nicht höher als auf Schulterhöhe anheben. Dies deshalb, damit die Prothese nicht nach oben verrutscht. Alle Bewegungen sollten schmerzfrei sein und Arbeiten, die über Kopfhöhe stattfinden oder ruckartige Bewegungen oder eben das Tragen von schweren Lasten über 5 Kilo, sollten Sie in den ersten 6 Wochen nach der Operation unbedingt vermeiden. Bei Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder Schwellungen wenden Sie sich bitte an unser Brustgesundheitszentrum. Durch die Chemotherapie werden die Haarfollikel, die für das Haarwachstum zuständig sind, geschädigt. Um und in welchem Umfang der Haarverlust stattfindet, hängt dann vor allem vom Zytostatikum selbst, also von der Chemotherapie, vom Therapieplan, von der Dosierung und von der Art der Verabreichung der Therapie ab. Im Normalfall kann man davon ausgehen, dass nach ungefähr 3 bis 4 Wochen, nachdem man die letzte Chemotherapie erhalten hat, man wieder sichtbar das Haar wachsen sieht und nach ungefähr 3 Monaten kann man das erste Haar schon wieder spüren, fühlen. Das Haar kann nach der Chemotherapie in der Farbe und in der Beschaffenheit verändert sein und das Haar ist deshalb oft in einer anderen Farbe, dichter und auch eventuell lockig. Diese Veränderungen normalisieren sich aber dann innerhalb von einem Jahr. Also bei der Bestrahlung werden hochenergetische Strahlen eingesetzt, die die Tumorzelle zerstören. Und diese Strahlen werden durch präzise Einstellungen von den speziellen Geräten ganz genau auf die zu bestrahlende Körperregion gelenkt. Da keine radioaktive Strahlung vorhanden ist, ist es natürlich auch für die anderen Menschen, die mit mir in Kontakt sind, ungefährlich.